Du kannst aber auch mit dieser umschaltbaren Bodendüse nebelfeucht wischen. Dafür gibt es den Aufsatz der Bodenwischtücher. Das ist immer ein Dreier-Set, das standardmäßig mit dabei ist. Das hellblaue Tuch, das weiße und das grüne. Für was die da sind, habe ich nochmal ein eigenes Video. Ich habe jetzt hier dieses hellblaue Waffeltuch verwendet. Und da gibt es natürlich auch, wenn du nur die hellblauen brauchst, kannst du natürlich auch nochmal separat erwerben. Und es gibt auch spezielle Baumwolltücher für ganz empfindliche Parkettböden. So, du kannst dann diesen Aufsatz ganz easy hier ranklippen, dass du hier das hier nimmst. Hier sind diese Haken. Und dann kannst du das hier einfach ranklippen. Es klickt jetzt einmal. Klick. Und schon kannst du hier feucht wischen. Hier gibt es auch eben die Möglichkeit, dass du einfach den Schwamm vorher nass machst und dann eben dementsprechend deine Fläche wischt. Wenn der dreckig ist, wäschst du ihn am Waschbecken aus und gehst dann eben erneut drüber, kannst dann natürlich die Reinigungsmittel dazugeben für Hartböden in der grünen Flasche und dementsprechend wirklich mit sehr wenig Wasser wischen. Du kannst aber natürlich auch anstatt der schwarzen Rohre das Nimbus-Set hernehmen. Das bedeutet, du nimmst hier die blauen Rohre und den blauen Schlauch und klickst hier das alles an. Hier wieder erkennbar an diesen blauen Clipsern. Passt hier wunderbar. Und dementsprechend kannst du auch den Schlauch hier vorne wieder einstecken. Wenn du eben etwas nasser mit den Bodenwischtüchern wischen möchtest, kannst du eben hier den Frischwassertank anschnallen. Du löst dafür hier das Gitter. Nimmst hier den Frischwassertank, den du dementsprechend auch mit Reinigungsmitteln und Wasser befüllt hast. Klickst ihn hier einmal an. Ein bisschen schräg von oben und dann ist es gleich dran. Und du installierst den Frischwasserzugang. Hier einmal nach außen. Dieses Teil zeigt nach außen. Dann kannst du es hier einmal reinstecken und dann zum Hühler drehen, dass es eben hier befestigt ist und dann eben auch hält. Und dann kannst du eben hier deinen Wischvorgang starten. Du dosierst das Wasser mithilfe dieses Hebels und dementsprechend kommt das Wasser hier bei dieser Düse raus und du kannst eben hier bestimmen, wie feucht du hier mit diesem Bodentuch wischen möchtest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim feucht wischen mit den Bodentüchern und der umschaltbaren Bodendüse. Und bis bald!